Wir beginnen die heutigen Sendung, beginnen wir mit Kindern, wenn ich das so sagen darf, mit Zirkuskindern. Wir haben uns kennengelernt und war sofort eine Grundsympathie da. Jetzt kennen wir uns schon ein bisschen näher und ich habe mir gedacht, wir fangen an. Als Schlageroper könnte ich euch vielleicht noch ein bisschen was lernen. Meine Damen und Herren, die LaFontaine Brothers. Kommt, wir gehen auf die Bühne. Mein Hauptfach in meinem Beruf ist Lala machen, also singen. Und die zwar, die können jonglieren, die können domptieren, die können demontieren, die können motivieren und nebenbei machen sie ein bisschen Musik. Aber sowas von im Herzen. Und ihr seid noch wirklich ganz jung und deswegen singen wir dieses erste Lied lieber gemeinsam. Wissen Sie, was ich meine? Es ist nicht böse gemeint, aber ich möchte euch praktisch einmal zeigen, wie man so einen schönen alten Schlager richtig, wie sagt ihr, die Jungen, performt? Absolut. Performt. Was immer das ist, aber das tue ich jetzt. Mit Volare. Viel Spaß. Weil ich beim Quiz eine Fahrt nach Italien gewann, trat voller Hoffnung und Spannung die Reise ich an. Gleich als ich ankam, da hab ich ein Mädchen gesehen. Und unter Palmen, da musste ich es später gestehen. Volare, das wär doch für dich einmal neu. Doch ich hab keine Locken, ich bin kein Signore, sing auch kein Ständchen zur Nacht. Doch ich habe so manche schon manchmal sehr glücklich gemacht. Una musica dolce suonava soltanto per me. Tutti i sogni dell'alma svanisco perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a suonare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Una musica dolce che suona per me. Nel blu dipinto di blu, felice.
piace di stare lassù, volare. Oh, oh, oh. Ich nehme das mit dem Vormachen wieder zurück. Ist das großartig? Das sind ganz junge Burschen, kommen aus einer ganz anderen Welt, aus dem Zirkus. Und wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, das war beim Florian Silbereisen. Genau, bei der Schlagerstrand. Da habt ihr auch ein bisschen was gebracht, so vom Zirkus und so. Ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und das ist euer Applaus. Dankeschön. Vielen Dank. Aber du warst auch top. Danke. Absolut, danke. Danke. Jetzt, ich dachte, ihr müsst dankbar sein, mit mir zu singen. Und mittlerweile, nach dem Lied, bin ich dankbar, dass ich mit euch mitsinge. Nein, auf keinen Fall. Da sind wir wirklich sehr dankbar. Also, das war ein sehr schöner Moment. Ihr bleibt also auf jeden Fall noch da. Denn jetzt freuen wir uns auf eine Kollegin.